Eins, zwei, drei, Giftexport vorbei. Eins, zwei, drei, Giftexport vorbei. Heute, am Außenwirtschaftstag der Agrar- und Ernährungswirtschaft, stehen wir hier vor dem Auswärtigen Amt, um ein ganz klares Zeichen zu setzen. Denn deutsche Exportinteressen dürfen nicht auf dem Rücken der menschlichen Gesundheit und der Umwelt im globalen Süden ausgetragen werden. Wir stehen hier auch stellvertretend für die 385 Millionen Menschen weltweit, die jährlich unter Pestizidvergiftung leiden. Es ist ein Skandal, dass Deutschland nach wie vor verbotene Pestizide exportiert. Pestizide, die in der EU verboten sind, weil sie zu gefährlich für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt sind. Und dennoch dürfen Firmen in Deutschland diese exportieren in Länder des globalen Südens. Noch immer findet das viel zu wenig Gehör. Und deshalb stehen wir hier und haben unsere mehr als 177.000 Unterschriften für den Appell Giftexporte stoppen an das Landwirtschaftsministerium übergeben. Deutschland hat die menschenrechtliche Verpflichtung zu handeln und endlich ein Gesetz zu erlassen, das diese Exporte stoppt. Menschenrechte und